Wien im Oktober 1933. Bei einem Seiteneingang des Parlaments will der Nazi Rudolf Dertl den amtierenden Bundeskanzler niederschießen. Dertl feuert zweimal auf Engelbert Dollfuß. Doch der Kanzler überlebt mit einem Durchschuss im Oberarm. Im Krankenhaus gibt Dollfuß im Pyjama Interviews. Die Selbstinszenierung macht Schlagzeilen. In seiner ersten Radioansprache macht er sehr klar, nur durch eine göttliche Fügung bin ich dem Tod entronnen. Im Ausland gilt Dollfuß fortan als furchtloser Kanzler, der Nazi-Deutschland die Stirn bietet. In Österreich regiert er mit harter Hand, indem er ein autoritäres Regime aufbaut. Und 1934 den sozialdemokratischen Aufstand blutig niederschlagen lässt. Insofern muss er als finstere Figur der österreichischen Zeitgeschichte bezeichnet werden. Monate später kommt Dollfuß im Juli 1934 bei einem Nazi-Putschversuch ums Leben. Auf Jahrzehnte hin wird er für seine Anhänger nun zum Märtyrer. Dollfuß ist deshalb bis heute eine Reizfigur. Und die Frage, ob er ein Austrofaschist war, polarisiert noch immer. Wer nach Überresten der Dollfußzeit sucht, wird mitten in der Wiener Innenstadt fündig. In der Michaelerkirche gibt es noch ein Relief. Der Kanzler tief versunken im Gebet. In dieser Pose hat man Dollfuß ab 1934 bevorzugt verewigt. Die Verehrung des toten Diktators wird damals landesweit inszeniert. Die Osttiroler Gemeinde St. Jakob in Defrecken trägt dem Rechnung. Als die Kirche 1935 neue Fresken erhält, sind die nicht frei von Politkitsch. Das Deckenfresko zeigt nicht nur wie geplant den gekreuzigten Christus als Weltenherrscher, sondern auch den frommen Engelbert Dollfuß. Die Symbolik der Anordnung, Christus ist der absolute Führer des katholischen Österreich. Die Politik hat daher höheren Mächten zu dienen. Der Fall von Defregen ist auch deswegen interessant, weil er zeigt, dass der Dollfußkult wirklich überall präsent wird, bis in den entlegensten Tälern. Die Kernzone des posthumen Dollfuß-Kults war aber jahrzehntelang Niederösterreich. Hier wird Dollfuß 1892 geboren, in diesem Haus in Texing, im Bezirk Melk, als unehelicher Sohn der Bauerntochter Josefa Dollfuß. Weil der Kindsvater aber arm war, musste Josefa einen anderen heiraten, den Landwirt Leopold Schmutz im Nachbarort Kirnberg. Der junge Engelbert wächst daher mit 4 Geschwistern am Hof des Stiefvaters auf. Der kleingeratene Bub erweist sich als guter Schüler. Er bekommt einen Freiplatz am bischöflichen Internatsgymnasium in Hollerbrunn. Dollfuß soll später einmal Pfarrer werden. 1913 maturiert er und studiert dann Theologie. Nach einigen Monaten hat er jedoch genug und sattelt auf ein Jusstudium um. Dollfuß wird aber nie vergessen, wem er seine Ausbildung verdankt, der katholischen Kirche. Und dafür revanchiert er sich. Überhaupt keine Frage, er ist ein treues Kind seiner Kirche und die Kirche ist autoritär und die Kirche hat mit Parlament nichts am Hut. Auch seine Herkunft wird Dollfuß später als Kanzler nie verleugnen. Im Gegenteil, er wird den Bauernstand als gelebte Selbstverwaltung verklären. Dollfuß hat
dafür dieses Bild geprägt. Er kommt ja aus der Bauernvertretung. Der Bauer sitzt dann nach getaner Arbeit mit seinen Knechten an einem Tisch und alle essen aus der gleichen Schüssel sozusagen und besprechen jetzt, was zu tun ist. Die ersten Filmaufnahmen, die es von Dollfuß gibt, zeigen ihn 1931 bei der Rieder Messe. Nun schon als Minister für Land- und Forstwirtschaft. Noch heute erinnert beim Kriegerdenkmal in Kirnberg eine Tafel an den großen Heimatsohn, der als Landwirtschaftskammerdirektor den niederösterreichischen Landarbeitern 1929 den Zugang zur Sozialversicherung ermöglichte. Ich eröffne die Sitzung des Ministerkomitees für die Winterhilfe. Im Mai 1932 wird Engelbert Dollfuß im Alter von 40 Jahren Bundeskanzler. Sein Amtsantritt fällt in eine ausgesprochene Krisenzeit. Die Regierungen vor ihm haben sich selten lange gehalten. Seit 1918 ist Dollfuß bereits der 14. Kanzler. Österreich wird damals von mehreren Krisen gleichzeitig heimgesucht. Eine schwere Wirtschaftsmisere hat soziales Elend gebracht. Die damals noch starken Sozialdemokraten werden mit ihren gesellschaftspolitischen Forderungen zunehmend zum Feindbild der christlich-sozialen und vor allem der Heimwehren. Die Straße wird zum Austragungsort ideologischer Gegensätze. Die Erste Republik hat eine militarisierte Gesellschaft, in der ständig marschiert wird. Auch die Nationalsozialisten marschieren. 1932 sorgen sie bei den Wiener Landtagswahlen für Aufsehen. Sie erreichen aus dem Stand im roten Wien 17% und ziehen in den Gemeinderat ein. Die Christlich-Sozialen stürzen in eine Identitätskrise, denn sie haben viele Stimmen an die Nazis verloren. Die Aufregung im Dollfuß-Lager hat aber noch einen Grund. Die Wähler der Großdeutschen Partei sind weitgehend zu den Nazis übergegangen. Den Christlich-Sozialen bricht der Koalitionspartner weg, mit dem sie seit 1920 regiert haben. Die Landtagswahlen von 1932 signalisieren eine erdrutschartige Bewegung hin zu den Nationalsozialisten. Und das wirkt alarmierend und verstört politische Eliten in diesem Land nachhaltig. Begonnen hatte das politische Beben schon in der Weltwirtschaftskrise. Sie sorgt ab 1929 auch in Österreich für Konkurswellen und Massenarbeitslosigkeit. 1931 steht dann die Kreditanstalt, der wichtigste Finanzkonzern im Land, vor dem Zusammenbruch. Die Kreditanstaltkrise hat den Staat zutiefst getroffen. Die Währung war höchst gefährdet. Und das will die Regierung auf alle Fälle verhindern. Die Kreditanstalt wird daher im Rahmen einer Notverstaatlichung aufgefangen. Die sündteure Rettung stürzt die Republik aber in ein Budgetfiasko. Die Folge ist ein hartes Sparpaket. Viele haben wieder Angst ums Geld. Auch deshalb hat man die regierenden Christlich-Sozialen bei den Landtagswahlen abgestraft. Wir stehen. Bundeskanzler Karl Burisch tritt zurück, Dollfuß kommt ans Ruder. Er baut eine Regierung, in der die damals stärkste Partei, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, wieder nicht vertreten ist. Ich glaube nicht, dass Dollfuß primär als Hasser der Sozialdemokratie zu verstehen ist, sondern als ein Pragmatiker, dessen Optionen immer mehr zusammengeschrumpft sind. Denn die Sozialdemokraten unter Parteichef Otto Bauer denken strategisch. Sie haben Koalitionsangebote zurückgewiesen, aus Angst vor Wählerverlusten, wenn sie den Sanierungskurs mittragen. Die Roten streben Neuwahlen an, wo sie mit Zugewinnen rechnen. Dollfuß koaliert daher mit der kleinen Landbund-Bauernpartei und der Heimwehr. Die fordert einen faschistischen Staat nach italienischem Vorbild. Und mit dieser Heimwehr und mit dem Landbund hat er nur eine Stimme Mehrheit im Parlament. Das macht von Anfang an seine Politik extrem fragil.
Dollfuß will die Christlich-Sozialen unbedingt an der Macht halten und eine Staatspleite abwenden. Der Kanzler fährt daher in die Schweiz zum Völkerbund. Bei der Vorläuferorganisation der UNO beantragt er internationale Finanzhilfe. Die Lausanne-Anleihe gibt es aber nur unter strengen Auflagen, die ein Völkerbund-Aufpasser überwacht. Österreich muss seine Hartwährungspolitik fortführen und den Sparkurs weiter verschärfen. Durch einen Investitionsstopp und drastische Einschränkungen beim Arbeitslosengeld. Und damit entsteht ein Cocktail, der den Nationalsozialisten direkt in die Hände arbeitet. Steigernde Arbeitslosigkeit, geminderte Sozialleistungen und gleichzeitig eine zunehmende Spannung zwischen Sozialdemokratie und Christlich-Sozialen. Dies deshalb, weil die Sozialdemokraten das umstrittene Rettungspaket im Namen der Arbeiterschaft ablehnen. Die Partei will keine unpopulären Maßnahmen mittragen. Die parlamentarische Zustimmung fällt nur hauchdünn zugunsten von Dollfuß aus, mit 81 zu 80 Stimmen. Sein Verhältnis zum sozialistischen Lager ist nachhaltig gestört. Dollfuß betrachtet die Sozialdemokraten zusehends als Feinde. Gleichzeitig idealisiert er seine Zeit als Weltkriegssoldat an der italienischen Front, wo er verwundet und mit Tapferkeitsmedaillen ausgezeichnet wurde. Als Leutnant eines Kaiserschützenregiments konnte er Befehle geben und notfalls durchgreifen. Befehlen und Gehorchen. Dieses Fronterlebnis vieler Veteranen wird das Gegenbild zum Parteienstaat und zum Parlamentarismus, wo man über Pro und Contra lange debattiert. Dollfuß sieht sich als die Verkörperung Österreichs und jede Kritik, die ihn persönlich trifft, jede Kritik, die seine Politik betrifft, ist für ihn, überspitzt formuliert, Vaterlandsverrat. Bei den Christlich-Sozialen war immer die Urangst, dass die Sozialdemokraten, wenn sie an die Macht gekommen sind, diese Macht nicht mehr abgeben werden. Denn für die Sozialdemokraten galt der Slogan: Demokratie, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel. Solche Parolen sind für Dollfuß und andere Christlich-Soziale ein willkommener Vorwand. Pläne für eine autoritäre Staatsführung werden geschmiedet. Mit Rückendeckung der Industrie und der Heimwehr. Das Kalkül dahinter? Wenn wir die Macht erhalten wollen, wenn wir Österreichs Unabhängigkeit gegenüber der NSDAP verteidigen wollen, wenn wir die Sozialdemokratie fernhalten wollen, dann können wir nicht mehr auf parlamentarischer Grundlage regieren. Am 4. März 1933 kommt es im Parlament zu einer verhängnisvollen Panne. Nach einer heftigen Debatte über ausstehende Eisenbahnerlöhne folgt eine äußerst knappe Abstimmung. Diese sorgt dann für einen Streit über einen ungültigen Stimmzettel. Die Folge: alle drei Nationalratspräsidenten treten nacheinander zurück. Damit entsteht eine Situation, dass der Nationalrat kein Präsidium mehr hat und man geht ratlos auseinander. Dollfuß nützt das parlamentarische Machtvakuum, indem er das aus der Monarchie stammende kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz aktiviert. Es ermöglicht Notverordnungen und öffnet die Tür zur Kanzlerdiktatur. Denn das Parlament habe sich ja selbst aufgelöst. Dollfuß hat diese Geschäftsordnungskrise als Selbstausschaltung des Nationalrates definiert und hat sich damit selbst einen Vorwand geschaffen, um den Parlamentarismus zu zerstören. Am 15. März will der dritte Parlamentspräsident, der Großdeutsche Sepp Straffner, die Geschäftsordnungskrise beheben, indem er den Nationalrat wieder einberuft. Dollfuß sorgt aber dafür, dass genau das gewaltsam verhindert wird. Das Parlament wurde mit Polizei umstellt. Die Abgeordneten kamen nicht hinein oder die schon drinnen waren, weil sie frühzeitig hineingegangen sind, wurden wieder herauseskortiert. Einer, der Dollfuß noch stoppen hätte können, ist Bundespräsident Wilhelm Miklas.
Für eine politische Notbremsung fehlt ihm aber der Mut. Er wird zum Komplizen der autoritären Wende. Und daran knüpft sich dann ein Staatsstreich auf Raten, weil ein Schritt dem anderen gefolgt ist auf dem Weg zur Errichtung einer Diktatur. Die Grundrechte wurden eingeschränkt, Meinungs- und Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, es wurde die Justiz an die Kandare genommen und es wurde schließlich auch die Unabhängigkeit der Richterschaft beseitigt. Nach der Ausschaltung des Parlaments wird der 8-Stunden-Tag aufgehoben, das Streikrecht verboten und der Verfassungsgerichtshof lahmgelegt. Die illegalen Zwangsmaßnahmen der Regierung sind nun juristisch nicht mehr anfechtbar. Auch die Stadt Wien war damit hilflos gemacht und konnte sich nicht mehr gegen das Aushungern ihres Budgets zur Wehr setzen. Das Regime verbietet noch dazu den Sozialdemokratischen Schutzbund, um die Schlagkraft der Roten Parteiarmee zu brechen. Gleichzeitig bindet sich Dollfuß immer stärker an die Heimwehr. Ernst Rüdiger von Starhemberg führt diesen Wehrverband an. Mit Aufmärschen demonstriert er seine Macht. Nunmehr zeigt sich Dollfuß häufig in seiner Kaiserschützenuniform aus der Monarchie. Es herrscht wieder Krieg, vorerst gegen innere Feinde. Im Kampf um die Heimat, im Kampf um die beste Gestaltung unseres Heimatlandes, halten wir fest und zusammen. Dollfuß weiß, dass sein politisches Überleben von der Heimwehr abhängt. Und von dem Mann, der diese paramilitärische Truppe finanziert, dem italienischen Diktator Mussolini. Der Duce muss helfen. Von einem Treffen in Rom bringt Dollfuß die erhoffte Zusage mit. Italien wird Österreichs Schutzmacht gegen das Deutschland von Adolf Hitler. Dieser ist seit Jänner 1933 an der Macht. Er will Österreich unterwerfen und das Dollfuß-Regime destabilisieren. Nazi-Anhänger stören Aufmärsche der Heimwehr. Gewaltbereite NS-Aktivisten verüben Sabotageaktionen, um den Anschluss zu erzwingen. Dollfuß startet Geheimgespräche mit den Nazis. Einer der Regierungsverhandler, Anton Rintelen, damals Unterrichtsminister und steirischer Landeshauptmann. Es ist vielleicht für manche überraschend, dass Dollfuß versucht hat, immer wieder mit den Nationalsozialisten ins Geschäft zu kommen, wenn man so will, einen Ausgleich zu finden und dass man mit sehr viel mehr Überzeugung gegen den Marxismus gekämpft hat. Doch im Juni 1933 verüben Nazi-Terroristen einen mörderischen Anschlag. Das Ziel: ein jüdisches Geschäft in Wien. Dollfuß verbietet nun die NSDAP. Umso wichtiger wird für ihn jetzt das Bündnis mit Italien. Dollfuß besucht Mussolini in der Nähe von Rimini. Der Duce empfängt ihn in der Badehose. Man hat sich hier einen Verbündeten gegen den Nationalsozialismus erkauft, um den Preis, dass man innenpolitisch den Weg in die Diktatur gehen musste. Mussolini verlangt von Dollfuß, dass er Österreich nach faschistischen Grundsätzen umbaut und die Sozialdemokratische Partei aus dem Weg räumt. Im Ministerrat steht die Strategie fest. Man will die rote Opposition komplett in die Knie zwingen. Und der Nationalsozialismus soll mit seinen eigenen Waffen geschlagen werden. Man will ihn propagandistisch übertrumpfen, gleichsam überhitlern. Eine riskante Strategie. Dollfuß stellt dem heidnischen Hakenkreuz das Krukenkreuz der christlichen Kreuzritter aus dem Mittelalter entgegen. Daneben gründet er eine neue Sammelbewegung für alle Heimattreuen, die Vaterländische Front. Dort grüßt man einander bald mit Front Heil und Heil Österreich. Das, was Dollfuß vorschwebt, ist ein autoritärer, christlich-deutscher Ständestaat.
Kinowochenschauen zeigen, was damit gemeint ist. Schwer rackernde Menschen in einer trotzdem harmonischen Arbeitswelt. Ohne lästige Parteien und störenden Klassenkampf. Politische Betätigung gibt es nur mehr in der Vaterländischen Front oder in den Standesvertretungen der einzelnen Berufsgruppen. Hier sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre Interessensgegensätze regeln. Im Konfliktfall entscheidet der Sozialminister oder der Frontführer persönlich. Jeder müsse am neuen Staat mitwirken, mahnt Dollfuß. So stehen auch wir heute in schwerer Zeit mit starkem Vertrauen auf die Zukunft und das Recht, das wir verteidigen, in der Überzeugung. Gott will es! Im Oktober 1933 überlebt Dollfuß die Schüsse des Nazi-Attentäters Rudolf Dertil. Wegen versuchten Mordes bekommt Dertil hier, Bild Mitte, 5 Jahre Gefängnis. Im November verhängt der Ministerrat das schon länger geplante Standrecht. Nun droht wieder die Todesstrafe bei Mord, Brandstiftung und politisch motivierten Anschlägen. Am 12. Februar 1934 wird aus der Feindschaft zwischen Regime und Sozialdemokratie blutiger Ernst. Im Linzer Hotel Schiff, wo die Landesparteizentrale untergebracht ist, sucht die Exekutive wieder einmal nach Waffen. Die dort versteckten Schutzbündler lassen sich das nicht mehr gefallen und eröffnen das Feuer. Obwohl der rote Parteichef Bauer von Wien aus Kampfhandlungen untersagt hatte. Wenige Stunden später greift der Schutzbundaufstand von Oberösterreich auf Wien und einige steirische Industrieregionen über. Bezüglich des Februar 1934 sind dem Dollfuß viele Vorwürfe zu machen. Aber der Hauptvorwurf aus meiner Sicht ist der, dass er diesen Aufstand bewusst provoziert hat. Indem die Sicherheitskräfte in den Wochen vor dem Aufstand wichtige Schutzbündler verhaftet haben. Einer der Scharfmacher, Heimwehr-Vizekanzler Emil Fey. Als Sicherheitsminister hat er die Sozialdemokratische Partei mit Hausdurchsuchungen gereizt, bis der Schutzbund und der linke Parteiflügel nicht länger stillhalten wollten. Der Kampf gegen die Sicherheitskräfte ist aber aussichtslos, weil Dollfuß neben Polizei und Heimwehr auch das Bundesheer einsetzt. Der Kampf bleibt auf Floridsdorf und andere Arbeiterbezirke beschränkt. Es war von Anfang an ein völlig einseitiger Kampf und noch dazu von der Sozialdemokratie so nicht geplant und nicht gewollt. Der Aufstand ist schlecht organisiert. Den Schutzbündlern fehlt der Rückhalt in der Arbeiterschaft. Auch der Aufruf zum Generalstreik geht ins Leere. Auf der anderen Seite ist dieser Aufstand der einzige Versuch der mitteleuropäischen Sozialdemokratie, einer Regierung, die auf dem Weg in die Diktatur ist, zu widerstehen. 3 Tage wird gekämpft. Beide Seiten nehmen zivile Opfer bewusst in Kauf. Die Schutzbündler, weil sie sich in Gemeindebauten verschanzen und von dort auf die Exekutive feuern. Die Regierungstruppen, weil sie mit Kanonen die Wohnhäuser beschießen. In Wien sterben beim Artilleriebeschuss und den Straßenkämpfen mehr Zivilisten als Angreifer und Verteidiger zusammen. Am 15. März haben die Regierungstruppen die Erhebung überall niedergeschlagen. Es war notwendig, wieder einmal zu kämpfen, wie wir es und unsere Altvorderen gewohnt waren. Die Sozialdemokratische Partei, ihre Vereine und die Gewerkschaft werden verboten, ihr Vermögen eingezogen. Otto Bauer flieht in die Tschechoslowakei. Andere Funktionäre und Schutzbündler landen zu Hunderten im Gefängnis
oder im Internierungslager Wöllersdorf in Niederösterreich. Die Bilanz des Februar 34: 360 Todesopfer in ganz Österreich. 9 Schutzbündler lässt die Regierung nach dubiosen Schnellverfahren zur Abschreckung hinrichten. Und da hat man auch nicht vor Justizmord zurückgeschreckt. Diese Hinrichtungen der Februarkämpfer haben natürlich das Image von Engelbert Dollfuss geprägt. Er wurde damit in den Augen der Sozialdemokratie zum Arbeitermörder. Nach der Niederschlagung des Aufstandes ist die Gesellschaft fragmentiert und geteilt in Legale und Illegale. Es ist aber auch gleichzeitig der Moment, wo das Regime sich international absolut diskreditiert. Dollfuss ist daher um Imagerettung bemüht. Er beteuert, dass er einen marxistischen Putsch niederschlagen musste. Überwältigt von tiefer Trauer stehen wir dankerfüllt an der Bahre unserer Helden und deshalb habe ich die Vormundschaft der Weisen, der gefallenen Schützer unserer Heimat übernommen. Wollen Herr Gesandter meine Worte jetzt übersetzen? Der nur 1,53 Meter große Dollfuss steht gerne vor der Kamera. Und er bringt auch seine Familie ins Spiel, ein Propagandatalent. Er möchte offensichtlich ein Gegenmodell zu den umliegenden Faschismen, zu den umliegenden Führerkulten schaffen. Und er möchte auch sich zeigen als der Führer mit menschlichem Antlitz. Am wichtigsten ist Dollfuss aber der Segen der katholischen Kirche. Sie hat er schon 1933 in einem Vertrag mit dem Vatikan zur österreichischen Staatskirche erhoben. Auf diese Weise holt er sich den päpstlichen Sanktus für seinen autoritären Kurs. Die enge Verbindung von Staat und Kirche, die aus heutiger Sicht als reaktionär bezeichnet werden muss, kam auch bei der Erlassung der neuen Verfassung 1934 ganz klar zum Ausdruck. Das ausgeschaltete Parlament wird dazu kurzfristig reaktiviert, damit die Verfassung von einem Marionettennationalrat durchgewunken werden kann. Dollfuss hat sein politisches Lebensziel erreicht. Alle herkömmlichen Parteien sind abgeschafft. Die Christlich-Sozialen haben sich selbst aufgelöst. Am 1. Mai 1934 proklamiert Dollfuss seine neue Verfassung. Im Namen Gottes des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält das österreichische Volk in seinem christlichen deutschen Bundesstaat auf ständischer Grundlage diese Verfassung. Alles Republikanische wird getilgt. Das Recht geht nicht mehr vom Volk aus, sondern von Gott. Der ausgerufene Ständestaat wird auch mit einem Fest der Jugend gefeiert. Tausende kommen ins Praterstadion, um den Kanzler wie vorgesehen zu bejubeln. Dollfuss hat auch seine eigenen Kinder Rudi und Eva mit. Die Veranstalter setzen auf Agrarromantik und die Verklärung des Bauernstandes. Heil Österreich! Mitte Juni 1934 in Venedig. Hitler und Mussolini treffen sich zum ersten Mal. Hitler wünscht, dass der Duce seine Schutzmachtfunktion für Österreich aufgibt. Das lehnt Mussolini damals noch ab. Trotzdem beginnt Dollfuss zu fürchten, dass ihm sein Schutzpatron abhanden kommt. Im Dritten Reich werden auch Gerüchte gestreut, Hitler würde Dollfuss als Kanzler ablösen und durch Anton Rintelen ersetzen wollen. Der heimliche Nazi-Sympathisant ist damals Österreichs Botschafter in Italien. Demonstrativ trifft Dollfuss den französischen Außenminister Barthou, der auf Durchreise in Wien Station macht. Dollfuss war durchaus ein raffinierter Machtpolitiker, sonst wäre er nicht dorthin gekommen, wo er hingekommen ist.
daher genau gewusst, er wird auch versuchen müssen, die westlichen Demokratien zu gewinnen, die ja nach dem Februar 34 ihm gegenüber misstrauisch waren. Die Nazis befürchten, dass Dollfuß vor allem in Frankreich und England wieder salonfähig werden könnte und Österreich in eine antideutsche Allianz führt. Sein Treffen mit Außenminister Barthou hat möglicherweise den Ausschlag gegeben, dass die Nazis eine konkrete Umsturzaktion einleiten. Über die Rolle Hitlers war man sich in der Forschung lange Zeit nicht klar. Also Adolf Hitler hat nicht nur vom Putsch gewusst, sondern aufgrund neuer Quellenfunde kann man heute ganz klar sagen, Hitler hat diesen Putsch befohlen. Mitte Juli fährt Alvine Dollfuß mit ihren Kindern zum schon länger geplanten Urlaub bei der Familie Mussolini. Ihr Mann soll nachkommen. Vorher fährt dieser aber noch an den Mattsee in Salzburg, um vor dem Italienurlaub noch Schwimmstunden zu nehmen und Bootsausflüge zu machen. Viel wichtiger sind aber Verhandlungen mit dem katholischen Salon-Nazi Arthur Seyß-Inquart über eine Regierungsbeteiligung. Doch der Putsch ist längst angelaufen. Am 23. Juli steigt Anton Rintelen im Wiener Luxushotel Imperial ab. Auf Zimmer 19 hält er sich bereit. Die Regierung sollte während einer Ministerratssitzung handstreichartig gefangen genommen werden. Dabei wollte man Dollfuß zum Rücktritt zwingen. Und Rintelen hätte dann eine Regierung gebildet aus seinen Vertrauensleuten unter Einbeziehung der Nationalsozialisten. Mit dem Putschkommando steht Rintelen über zwei NS-Hintermänner in Verbindung. Einer von ihnen ist Otto Wächter. Der spätere Nazi-Kriegsverbrecher war der Strafverteidiger von Dollfuß-Attentäter Dertil. Kontakt hat Rintelen auch zum damaligen Finanzminister Karl Burisch. Der gibt ihm einen entscheidenden Tipp. Der Ministerrat, den die Nazis überfallen wollen, findet einen Tag später statt. Im letzten Moment können die Putschisten ihren Angriff verschieben. Am Vormittag des 25. Juli erfährt auch Dollfuß im Kanzleramt, dass ein Anschlag droht. Er beendet die Sitzung und schickt die Minister weg. Zurück im Büro bleiben nur er, Emil Fey und Sicherheitsstaatssekretär Karl Kawinski. Diesem passieren aber fatale Fehler. Man vergaß, was naheliegend war, das Tor im Bundeskanzleramt zu schließen, sodass es den Putschisten möglich war, in das Kanzleramt einzufahren. Als Soldaten verkleidete SS-Männer stürmen in Gruppen hinauf zum Kanzlerbüro. Es ist 12.53 Uhr. Dollfuß will über eine geheime Wendeltreppe flüchten. Doch die Nazis schneiden ihm beim Ausgang eines Eckzimmers den Weg ab. Am wahrscheinlichsten ist, dass Dollfuß an dieser Tür mit dem Putschführer Otto Planeta zusammenstieß. Dollfuß sich gewehrt hat, dass es zu einem Handgemenge kam, dass sich ein Schuss aus der Waffe des Planeta löste. Dollfuß bricht zusammen und wird auf ein Sofa gelegt. Die Kugel hat ihn am Hals getroffen und die Wirbelsäule durchschlagen. Er ist gelähmt, kann aber noch sprechen. Kawinski und Fey werden gefangen genommen. Vorerst dringt nichts nach außen. Inzwischen haben die Putschisten auch den staatlichen Radiosender RAWAG überfallen. Mehrere Menschen sterben. Die Nazis erzwingen die Durchsage, dass Rintelen die Regierung übernommen hat, worauf auch in den Bundesländern Nazi-Aufstände losbrechen. Im Bundeskanzleramt spielt Emil Fey indes eine dubiose Rolle. Es gibt Hinweise darauf, dass er vorher bereits von den Nazis geschmiert war. Und er geriet dann im Bundeskanzleramt in die Hand der Putschisten und hat sich dann sehr seltsam verhalten, hat für sie herumtelefoniert, hat versucht, Rintelen ins Kanzleramt zu bringen. Doch Rintelen zögert. Er spürt, dass der Putsch scheitern könnte. Denn das Bundesheer macht keine Anstalten, überzulaufen.
Dann ruft Justizminister Schuschnigg an, um zu erfahren, auf welcher Seite Rintelen nun steht. Der hält sich zuerst bedeckt. Später fährt er doch ins Verteidigungsministerium am Stubenring, wo sich die restlichen Minister versammelt haben. Nach schweren Gefechten haben die Sicherheitskräfte den Radiosender zurückerobert. Am Abend ergeben sich die Kanzleramtsputschisten. Als die Nazis verhaftet werden, ist Dollfuß bereits tot. Arzt und Priester hatte man ihm während seines langsamen Sterbens verwehrt. Ein Putschist hat wahrscheinlich aus nächster Nähe nochmals auf ihn geschossen. Um 15.45 Uhr ist Engelbert Dollfuß nach fast 4 Stunden verblutet. Der Leichnam wird im Bundeskanzleramt aufgebahrt. 2 Tage später findet das Staatsbegräbnis statt. Witwe Alwine Dollfuß nimmt voll verschleiert an den Trauerfeierlichkeiten teil. Die Eltern haben ihren Sohn verloren. Nichts darf uns entzweien, nichts uns hindern, das Werk des toten Kanzlers Schritt für Schritt der Vollendung zuzuführen. Zehntausende säumen den Leichenzug. Voran geht Vizekanzler Starhemberg mit der Dollfuß-Witwe auf dem Weg zum Stephansdom, wo der Trauergottesdienst stattfindet. Wie Dollfuß am 25. Juli genau umgekommen ist, wollte die Regierung nachher nicht so genau wissen. Das geht auch aus Akten im Staatsarchiv hervor. Die Obduktion der Leiche ist mangelhaft. Die Ermittlungen sind halbherzig. Priorität hat die rasche Aburteilung der Täter. Otto Planetta und 12 weitere NS-Putschisten werden hingerichtet. 4000 Nazis eingesperrt. Österreichweit sind bei den Juli-Putschkämpfen 230 Menschen getötet worden. Anton Rintelen hat sich nach dem Putschversuch im Verteidigungsministerium erschießen wollen. Er überlebt jedoch, wird zu lebenslanger Haft verurteilt, aber schon im Februar 38 begnadigt. Die Regimepolitiker Karl Burisch und Emil Fey bleiben unbehelligt. Dass womöglich Verrat im Spiel war, wird unter den Tisch gekehrt. Und es wurde eigentlich schon in den ersten Stunden der spätere Dollfuß-Mythos aufgebaut vom Märtyrer Dollfuß, der von Nationalsozialisten ermordet wurde und der für Österreich sein Blut gab. Das Sterben des Diktators wird zum Märtyrertod umgedeutet. Fortan soll er vom Himmel aus über das bedrohte Österreich wachen. In einem Rundschreiben heißt es damals: In Zukunft haben alle Veranstaltungen der Vaterländischen Front mit dem Gruß: Euer toter Führer lässt euch grüßen, zu beginnen. Vielerorts im Land werden Kreuze und Kapellen errichtet. Auf der Hohen Wand in Niederösterreich wird für Dollfuß sogar eine eigene Gedächtniskirche gebaut. Sie entwickelt sich zu einem Wallfahrtsort für seine Anhänger. In anderen Bereichen hat man das Totengedenken behördlich verordnet. Österreichweit soll jeder größere Ort eine Dollfußstraße oder einen Dr. Dollfußplatz erhalten. Das Nachfolgeregime unter Schuschnigg benutzt sofort diesen Führerkult, um sich eine quasi sakrosankte Legitimität zu geben. Schuschnigg präsentiert sich und inszeniert sich als der Testamentvollstrecker des ewigen Führers Dollfuß. Wir wollen eingedenk bleiben. Bei wichtigen Reden tritt der neue Austrodiktator oft neben einer Dollfußbüste auf. Diese Skulpturen werden fixer Bestandteil der vaterländischen Propaganda. Sieg oder Tod im Morgenrot des neuen Österreich. Ganz im Sinne des toten Dollfuß weiterzumachen, ist Schuschnigs Botschaft: Das Schicksal Österreichs.
faszinierend ist zu sehen, dass eine richtige Maschinerie des Kultes und auch ein Markt entsteht. Und zwar für Souvenirs, die das Andenken hochhalten sollen, wie die kleine Kaiserschützenbüste in Goldoptik. Gängig sind auch Kaffeehäferl und Dollfußgläser für den vaterländischen Wohnzimmerschrank. 1936 soll ein Lied die Jugend begeistern. Am Ballhausplatz wird der Grundstein für ein Dollfußdenkmal gelegt. Doch die Verehrung nützt sich ab. Das Regime kann mit Selbstbeweihräucherung nicht länger über Massenarbeitslosigkeit, Verarmung und Stagnation hinwegtäuschen. Im März 1938 kommt ein Führerkult ins Land, der totale Unterwerfung fordert. Jetzt heißt es Hakenkreuz statt Krukenkreuz. Dollfußbüsten haben ausgedient. Mit dem Ständestaat wird abgerechnet. Prominente Regimepolitiker werden von den Nazis deportiert. Auch der spätere ÖVP-Kanzler Leopold Fiegel, der schon unter Dollfuß ein führender Bauernfunktionär war. Fiegel landet, wie Kurt Schuschnigg später auch, im Konzentrationslager Dachau. April 1945. Mit Walzerklängen geht es in das befreite Österreich. Die Zweite Republik ist das demokratiepolitische Gegenkonzept zu den Jahren des NS-Terrors. Die beiden neu gegründeten Parteien SPÖ und ÖVP fragen sich jedoch, welche Politiker in die Regierung dürfen. Denn die Amerikaner wollen anfangs ehemalige Ständestaatvertreter mit einem Berufsverbot belegen. Später heißt es, frühere Dollfuß-Funktionäre mit KZ-Vergangenheit dürfen Minister sein. Leopold Fiegel kann somit Kanzler werden. Mit seinem Vorgänger Schuschnigg will die ÖVP aber nichts mehr zu tun haben. Dessen Rückkehr will man der SPÖ nicht zumuten. Fiegels Haltung lautet: Den Mann, der als Justizminister unterzeichnet hat, die Verfahren, die zur Hinrichtung der Schutzbundkämpfer geführt haben, den Mann, der als Dollfuß-Nachfolger immerhin fast 4 Jahre diktatorisch regiert hat, den hält man nicht aus. Etliche Spitzenpolitiker unter dem Krukenkreuz verschwinden in der Versenkung. Dem späteren ÖVP-Kanzler Julius Raab, seinerzeit Handelsminister unter Schuschnigg, erlauben die US-Befreier vorerst kein Ministeramt. Ein Comeback als Landeshauptmann gelingt nur Heinrich Gleisner aus Ober- und Josef Reiter aus Niederösterreich. Beide waren Dollfußleute, aber KZ-Häftlinge. Nie wieder sollen die beiden bewaffneten Verbände der Republik, Polizei und Heer, politisch in einer Hand sein. Das ist die zentrale Lehre der Dollfußjahre. Die ÖVP übernimmt das Militär, die SPÖ die Polizei. Der Proporz spiegelt das verbliebene Misstrauen zwischen den Koalitionspartnern wider. Jeder schwarze Minister hat einen roten Staatssekretär und umgekehrt. Für eine echte Versöhnung ist es aber zu früh. Die SPÖ sieht sich als die Partei der ehemaligen Kämpfer gegen den Faschismus, die Opfer der Dollfuß-Diktatur waren. Die ÖVP betrachtet sich als die Partei der ehemaligen Kämpfer gegen Hitler, die vielfach Opfer der Nazi-Diktatur wurden. So hat jeder seine historische Erzählung, die er gleichzeitig in der konkreten politischen Situation nach 1945 einsetzen konnte.
Zum ersten parteiübergreifenden Gedenken an die Toten des Bürgerkriegs kommt es 1964. ÖVP-Kanzler Gorbach und SPÖ-Vizekanzler Pittermann legen am Wiener Zentralfriedhof gemeinsam einen Kranz nieder. Nach dem Wahlsieg von ÖVP-Chef Klaus gibt es 1966 die erste Einparteienregierung der Zweiten Republik. Der künftige SPÖ-Chef Kreisky macht sich Sorgen über etwas, was ihn später während seiner Alleinregierung nicht mehr besorgt. Dass Polizei und Bundesheer wieder in einer Hand sind. Weil große Teile des österreichischen Volkes gleichermaßen beunruhigt waren über diese Zusammenballung der ganzen Macht in den Händen einer Partei. Der Februar 1934 bleibt für die SPÖ das zentrale politische Trauma. Es überlagert vielfach die ohnehin mangelhafte Entnazifizierung. Bei der ÖVP ist es der Dollfuß-Opfermythos, der die Vergangenheitsbewältigung verzögert. Jahrelang legen ÖVP-Kanzler an der Stelle, wo Dollfuß ermordet wurde, einen Kranz nieder. 1969 provoziert der ÖVP-Abgeordnete Hauser die SPÖ mit dem Satz, dass ihm das 34er Jahr egal sei. Wir können den Hobel ausblasen mit dieser Jahreszahl. Im Nationalrat kommt es fast zu einer Rauferei. In den 80er Jahren schreitet die historische Aufarbeitung der Dollfuß-Zeit voran. Trotzdem bleibt dieses Porträt im ÖVP-Club fest an seinem Platz. Die Kontroverse um das Bild zieht sich über Jahrzehnte. Und man merkt fast, dass es zu einer Ehrensache für die ÖVP geworden ist, nur nicht diese Forderung nachzugeben und das Bild abzuhängen. 2017 hat das Rückzugsgefecht ein Ende. Die ÖVP lässt das umstrittene Gemälde aus ihrem Parlamentsclub entfernen. Es war eine Provokation und es ist gut, dass es weg ist. Das Bild wird ins niederösterreichische Haus der Geschichte abtransportiert. Es ist nicht angemessen, den Totengräber der Ersten Republik im Parlamentsclub weiterhängen zu haben. 2021 geht die Bilderreise weiter. Das Aufregergemälde wandert ins Kulturdepot St. Pölten. So wie die vielen Bilder ringsherum bekommt das hochpolitische Konterfei nun eine einfache Karteinummer. Doch Ende 2021 flammt die Dollfuß-Debatte neuerlich auf. Stein des Anstoßes ist das Dollfuß-Geburtshaus in Texing, wo 1998 ein Museum eingerichtet worden ist. Die vier Schauräume werden zum Politikum, weil der ehemalige ÖVP-Bürgermeister von Texingtal, Gerhard Karner, 2021 Innenminister wurde. Der Vorhalt, die Gemeinde habe ein Museum betrieben, das Dollfuß viel zu positiv darstellt und seine skrupellose Politik ausblendet. Die Aufregung legt sich mit der Bestellung einer Expertenrunde und einer Nachdenkphase für ein Konzept zur Neugestaltung. Es war höchst an der Zeit, dass dieses Museum zugesperrt wird, denn Dollfuß ist keine historische Figur, die ein Museum verdient. Der Dauerbrenner der Dollfuß-Kontroverse ist und bleibt aber ein Historikerstreit. Ob Dollfuß nur eine Kanzlerdiktatur errichtet hat oder ein austrofaschistisches Regime. Ausgerechnet ein ÖVP-Kanzler, nämlich Karl Nehammer, springt im Dezember 2021 über den Schatten seiner Partei.
Engelbert Dollfuß war ein Austrofaschist. Im Kontext der Zeit, ja. Damit hat er natürlich auch von den Traditionen seiner Partei Abschied genommen, denn das war etwas, wogegen sich die ÖVP immer gewehrt hat. Ich persönlich habe diesen Austrofaschismusbegriff früher ebenfalls verwendet, bin aber mittlerweile völlig davon abgekommen. Dollfuß war ein Diktator, ganz klar, aber er war kein Faschist, auch kein Austrofaschist. Die Diskussion über die Charakterisierung des Regimes ist noch lange nicht beendet. Aber auf der Basis meiner Forschungen über den Dollfuß-Kult, über den Führerkult, ist es ganz klar, dass Dollfuß als austrofaschistischer Diktator zu bezeichnen ist. Ich halte das für eher lächerlich, weil die Faschismusbegrifflichkeit nicht eindeutig ist. Ob Dollfuß ein Faschist war und sich Faschismus als autoritäre Ordnung oder als Massenbewegung definiert, hänge von den Kriterien ab. Wenn man als Kern der Faschismusdefinition eine berufsständische Ordnung heranzieht, dann kann man argumentieren, Dollfuß war ein Faschist. Wenn man als Kern des Faschismus aber eine personalisierte, sich revolutionär gebende Bewegung politischer Außenseiter nimmt, wie die Faschisten Italiens, wie auch die NSDAP in Deutschland, dann war Dollfuß kein Faschist. Als Juristin ist mir freilich die Frage, wie faschistisch das Dollfuß-Regime war, weniger wichtig als die Feststellung, dass es sich um keinen Rechtsstaat gehandelt hat, sondern um einen Polizeistaat. Dollfuß-Anhänger haben sich über das Wesen seiner Herrschaft wenig Gedanken gemacht, nach dem Motto, dass er durch seine Ermordung für alle politischen Sünden gebüßt hat. Fixer Bestandteil der Verehrung bis heute, die jährliche Andacht der ÖVP-Kameradschaft am Familiengrab in Wien-Hietzing. Im Juli 2022 versammelten sich nur mehr etwa 15 Personen. Der Dollfuß-Mythos hat offenbar sein Ablaufdatum erreicht. Engelbert Dollfuß ist für mich in erster Linie ein Diktator, der seine demokratischen Anfänge aufgegeben hat, zugunsten eines erklärbaren, aber aus meiner Sicht nicht rechtfertigbaren Weges in die Diktatur. Was man aus den Ereignissen lernen kann, ist, wie wichtig es ist, einen verfassungstreuen und mutigen Bundespräsidenten zu haben. Dollfuß hat auch das Land gespalten und so den Abwehrwillen gegen die Nazis geschwächt. Dollfuß ging es primär um Machterhalt und um den Kampf gegen die Sozialdemokratie und nicht so sehr um den Kampf gegen den Nationalsozialismus. Aber man muss ihm zugestehen, dass sein Regime intensiv und mutig gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat. Engelbert Dollfuß hat den Kampf gegen Hitler aufgenommen und gleichzeitig dabei versagt, die Bevölkerung wirklich in diesem Kampf zu mobilisieren.